Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. So, wir sind jetzt zusammen mit Lambert unterwegs, um den letzten Gegenstand zu besorgen, den die gute Yen für das Brechen des Fluches von Uma braucht. Oh Gott, ja. Okay. Wie war das nochmal mit Katze trinken? Habe ich den Trank überhaupt schon? Ich gucke mal. Wolfsstunde, Schwertwal, Waldkauz, verbesserter Donner, verbesserte Schwalbe. Habe ich nicht. Okay. Also kurz zum Alchemie-Menü und Katze herstellen. Da. Zack. Ich habe sogar mehr als genug Zeug. Was ist denn das? Zwergenschnaps habe ich 200 Mal. What the fuck? Okay. Ich kann sogar verbesserte Katze schon herstellen. Nice, mache ich. Zack. So. Gut. Kann ich sonst noch was? Ich kann ja die anderen Sachen eigentlich auch schon herstellen. Stellt einen Teil der Vitalität wieder her. Ich meine, wozu sonst sammle ich die ganzen Kräuter, wenn ich sie nicht dazu benutze, um die ganzen Tränke herzustellen? So. Und notfalls kann ich ja irgendwelche Tränke oder Gegenstände noch nachkaufen, falls ich sie später noch brauche. Ich habe erstens genug Geld und zweitens gibt es genug Leute, die das Zeug anbieten. Also, da brauche ich mich jetzt hier gar nicht so zu zimpern. Weißer Honig. Gut. Na also, ordentlich Tränke hergestellt. Die Absurde weiß ich ehrlich gesagt nicht, der die Intensität eines zufällig ausgewählten Zeichens in Abend- und Morgendämmerung erhöht. Echidna-Absud, Doppler-Absud. Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Das ist zugegebenermaßen ein Absud, das ich definitiv gut gebrauchen kann. Das stelle ich mir erstmal her. Wenn ein einzelner Treffer mehr als ein Drittel der Vitalität kostet, wird ein Quenchschild aktiviert, der gegen den nächsten Treffer schützt. Kommt eigentlich eher selten vor. Das wird höchstens vorkommen, wenn ich gegen einen Gegner kämpfe, der deutlich über meinem Level liegt. Alle alchemistischen Erzeugnisse können ein zusätzliches Mal verwendet werden. Oh. Ist auch nicht schlecht. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadensresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Kann ich eigentlich auch herstellen. Gruftvibe, jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfende die Regeneration der Vitalität. Kann ich auch nehmen. Gerne. Noch was, Mittagserscheinung. Begrenzt die Wirkdauer von Niederschlag, Hypnose, Betäubung und Blindheit. Erhöht Geralts maximale Vitalität durch jeden getöteten Gegner. Aha. Bis er meditiert oder eine Schnellreise unternimmt, ja. Dann wird es eh nicht lange halten. In meinem Fall. Bei bedecktem Himmel? Aha. Wasservibe. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Das ist nice. Rennen, Sprinten und Springen außerhalb von Kämpfen verbraucht keine Ausdauer. Das ist auch gut. Das nehme ich gerne. Bäm. Sehr gut. Ja, den Rest brauche ich nicht unbedingt. Alchemistische Substanzen kann ich noch welche herstellen. Sehr gut. Großes blaues Mutagen. Her damit. Noch ein großes grünes Mutagen. Das geht auch noch. Nice. No normales grünes Mutagen geht auch noch zweimal immerhin. Na, sehr gut. So. Gut, damit hätten wir unsere ganzen Ressourcen jetzt auch einmal endlich genutzt. Gerade die Absurde, die hätte ich mir auch schon eher herstellen können. So. Ach, verdammt. Falschen Knopf gedrückt. Oh. So, Hallöchen. Jetzt habe ich doch schon mal ein deutlich besseres Repertoire, würde ich sagen. Okay, wo haben wir den. Ah, da, verbesserte Katze. Packe ich hier hin. Und zack. Ah. Oh, was ist das denn jetzt? Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger.
Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Wesemir. Bereit? Du Fettwanst! Ist nur die Rüstung. Zwei. Drei. Okay. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Okay, Katze lässt einen zwar besser sehen, legt dann aber einen Schwarz-Weiß-Filter auf die Augen. Irr. Wand wirkt nicht sehr stabil. Art vielleicht? Sicher. Nö. Um Speerspitze aufzuwecken. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Ich wollte schon sagen, Art brauchen wir hier doch gar nicht. Du kannst drüber klettern, Alter. Oh, okay. Aber, oder wir gehen so, wir klettern so drüber. Das geht auch. Schön, dass wir beide einen Ansatz dafür gefunden haben. Zack. Ah, du nimmst natürlich wieder die schwierigere Variante, Angeber. Oh, Alter. Was? Was war das? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Okay. Gibt es da so eine gewisse Geschichte, die ich gerade nicht weiß? Leute, ich verstehe den Witz nicht. Manu. Okay. So. Puh, oder gibt es irgendein Märchen mit einem Spiegelsplitter im Auge? Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wäre mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Wieso habe ich das Gefühl, dass er definitiv aufwachen wird, während wir hier durch die Gegend laufen? Ganz leise. Was soll das überhaupt sein? Ist das ein Riese? Hat auf jeden Fall menschliche Füße. Ich bin davon überzeugt, dass wir ihn hier aufwecken werden. Und dann folgt ein kleiner Bosskampf. Hätte ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Na, schade. Och, langweilig. Mann. Schön, wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Willst du mich beeindrucken? Keine Ahnung, wen du damit beeindrucken willst, aber die harte Tour zieht bei mir nicht. Musst du gerade sagen. Wesemir hat mir von deinem Job für diese Nilfgaarder in Velen erzählt. Was? Was machst du da? Ich töte Monster. Ich bitte dich. Ist mir so rausgerutscht. Komm schon. Okay, gehe lange zum Kreis der Elemente. Gut. Ja, zum Glück ist die Wirkung von Katze fast vorbei. Hier draußen, umgeben von all dem schönen Grün. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Ich habe ehrlich gesagt noch keinen gesehen, verdammt. Ah, Farben, viel besser. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen am Eingang der Höhle. Hexersöhn, ich gehe weiter. Halt. 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 Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Das hast du ein bisschen falsch betont. Das müsste heißen, du redest mit diesen Idioten. Du redest mit diesen Idioten. Ja, danke, dass du das angekündigt hast, was ich gleich sowieso tun würde. Wir wollen nur zum Kreis aus dem Weg, oder ihr bereut es ja. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind ein Sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Ja, super. Sehr subtil. Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Ja, danke, Lambert. Ich schätze, auch du kannst mal Scheiße bauen, weil? Hätte ich nicht gedacht. Was zur Hölle? So, hier darf ich jetzt wahrscheinlich Art einsetzen, oder? Okay. Wo ist denn Lambert hin? Ah,
Bist du ja. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zum Burg von Hexessen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexessen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexe, gut. Dumm Troll, du. Hexessen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schaf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Ja, na gut. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pui, sticht in Mund. Ihr sollt sie auch nicht essen. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Gut. Ah. Super. So. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektion erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns geworfen, Geralt. Hol dich nachher bei Eskel aus. Was glaubst du, warum sie... ein paar Schritte und wir sind da. Erschöpft da oder was? Jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Nee, nur verkatert. Hast du dir wieder mit Eskel die Kante gegeben? Nein, ganz allein. Was meinst du wohl, warum die uns mit Steinen beworfen haben, du Einstein? Mann, ey. Das ist schon so, wie Geralt gesagt hat. Der Kerl kann überhaupt nicht reden. Der kennt nur die Sprache des Schwerts. Ach. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Und das aus deinem Mund. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Nur nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Oh, das ist ja nett. Super. Entzünde die Fackeln rund um den Altar. Wasser, dann Erde, dann Luft. Okay. Wieso musste ich die jetzt nicht anzünden? Ah. Okay. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, was ist das denn her? Wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Axi hat dein Leben gerettet? So, das will ich jetzt hören. Für eine Axi-Geschichte bin ich immer zu haben. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten. Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Wow.
Ja, tolle Geschichte. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber, also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Dich oder was? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Wow. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Okay. Harte Vergangenheit. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. So. Hexerse fertig. Trollse geben Schwerter Hexer zurück. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge, du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt, gehen wir. Er so, och Mann, ich will nur ein paar Freunde. Gut, zurück zur Festung, ja. Gut. Gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Und Schwarzblende Teleportation. Was war das denn gerade? Sind sie von den Steintrollen nach Kaer Morhen geschmissen worden oder was sollte das jetzt für ein Geräusch sein? Das hässliche Entlein, einige Stunden später. Verbringe den Abend mit den anderen Hexern. Ich bin gespannt. Dürfen wir jetzt ein kleines bisschen Freizeit haben nach der ganzen Arbeit? Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eske, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch. Hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Pobis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach... Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist. Ui. Der hat Uma ja schon krass abgerichtet. Der hört ja aufs Wort. Oder aufs Klatschen, besser gesagt. Nee, Wesemir ist kein mürrischer alter Mann geworden. Nee, der hat schon richtig reagiert. Ich find das super. Nun, go wir Wesemir. Haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei.
Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Nice. Auch Hexer müssen mal einen über den Durst trinken. Jen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Ui, dass sie mit uns zusammen trinkt. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Okay. Was hast du getrieben, Lambert? Hattest du interessante Aufträge, bevor du dich auf die Suche nach Karadin gemacht hast? Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich rausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Okay. Pragmatisch wie immer. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Ja, das war ja klar. Yennefer guckt zu Geralt rüber und er so, oh nein, ich will nicht, dass unsere Augen sich treffen. Nein, guckt sie immer noch? Hey, Leute, guckt sie immer noch? Ja, sie guckt immer noch. Verdammt. Es ist lustig, sich einfach mal vorzustellen, was durch Geralts Kopf geht. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Ah, das war so klar. Ich wusste, dass sie wird sich in dem Moment zu mir umdrehen. Oh Gott, ey. Ach, soll ich jetzt über sie reden? Soll ich? Ich habe Angst, dass sie mich dann wieder vor Wut wegteleportiert. Und da habe ich keine Lust drauf. Ach, scheiß drauf. Triss kommt gut zurecht. Was machen die Narben aus Sodden? Noch zu sehen? Lambert, nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann, Yen. Was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ha! Nice. Sehr, sehr gut. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Oh. Oh, wow, 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 wow. Lambert... Wow, was ist denn das überhaupt? Lambert, Jesus. Gerade eben warst du noch mit ihr einer Meinung und jetzt auf einmal, boah, okay. Ich reagiere erstmal nicht. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Okay. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut. Aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass er Recht behält und dann mit der realen Person, die in Uma steckt, zurückkehrt und dann sagen kann, in your face, Yen, ja. Das wäre die erste Probe seit Jahren, Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht.
Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Also ich muss eigentlich gar nicht in die Küche gehen, Leute. Ich habe in meinem Inventar eine halbe Vorratskammer. Morgen ist ein wichtiger Tag. Alles klar. Da bin ich mal gespannt, ob Wesemir mit Uma zurückkehrt oder... Wollt ihr nicht hören, oder? Wollen sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samuvila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Wetten, ich hätte eine Nacht mit Yennefer verbracht, wenn ich sie nicht abgewiesen hätte? Stattdessen verbringe ich ein paar schöne Saufstunden mit den Jungs. Oh, geil. Na, jetzt habt ihr aber ordentlich gezecht. Oh ja, Karten! Let's go! Wie wär's mit einer Runde Karten? Warum nicht? Aber um Geld, oder? Wie viel wollt ihr wetten? Ja, komm. Ja, oder willst du lieber Strip Quint spielen? Vielleicht verstehe ich ja dann endlich, was die Frauen an dir finden. Vergleicht eure Pillermänner später. Die Geldbeutel auf den Tisch. Was hat er denn? Nicht wichtig. Fangen wir an. Oh yes, es wird Zeit für Quint. Oh Mann, was habe ich das vermisst. Okay, Leute. Aber bevor wir die Gewinnrunde starten werden, würde ich gerne den Part an der Stelle beenden. Und wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder im nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo ich keine Ahnung, gegen wen jetzt antreten werde. Gegen wen werde ich jetzt kämpfen? Ich habe keine Ahnung. Naja, wir werden gleich einen der Jungs auf jeden Fall fertig machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!